Und ich gebe Ihnen jetzt das Wort, bitte schön. Die Frau Janisch ist vom Zentrum für Lernmanagement und wird uns jetzt zeigen, wie man individuell Lernpfade erstellen kann. Eine ganz spannende Geschichte, weil es auch sehr gut zu dem passt, was die Frau Meyer-Rabler als individuellen Lernprozess vorgeschlagen hat. Bitte schön. Ja, danke für die nette Begrüßung. Vielleicht kennen mich die einen oder anderen schon. Ich bin so auf die Art die Webinar-Tante von Eduvidel und zeige da immer recht interessante Dinge hier oder auch neue Dinge oder auch für die Neueinsteiger, wie sie am besten mit dem Lernmanagementsystem eduvidel.at umgehen können. Und heute freut es mich besonders, dass das zum Thema so dazu passt, dass ich Ihnen zeigen kann, wie man individuelle Lernpfade auf eduvidel.at erstellen kann. Ich habe jetzt direkt keine Folien vorbereitet, sondern ich möchte Ihnen das direkt im Programm gleich in bewegten Bildern zeigen. Wenn jemand das Gefühl hat, es war zu schnell oder irgendwie, kann man sich gerne dann an mich wenden und es gibt auch schon eine andere Aufzeichnung von diesen Lernpfaden. Also man kann da jederzeit auf Hilfe von uns zurückgreifen. Zuerst vielleicht einmal zum Einstieg. Was versteht man unter solchen individuellen Lernpfaden? Hören tut man das relativ oft schon, aber ich habe bemerkt, dass sich jeder darunter was anderes vorstellt. Hängt natürlich auch ganz vom eigenen Unterrichtsfach ab, wie man das Ganze dann in seinem Unterricht umsetzt. Individuelle Lernpfade sind einmal prinzipiell für Lernwege, die für unsere Schüler und Schülerinnen in den einzelnen Fächern erstellt werden, wo man auf individuelle Stärken und Schwächen eingehen kann, wo man vielleicht auch individuelles Fördermaterial, Bonusaufgaben oder Hintergrundinformationen bereitstellen kann und wo natürlich auch die Zeit, die die Schüler und Schülerinnen zur Verfügung haben, ein bisschen freier von den Schülern und Schülerinnen selbst einzuteilen sind, als wie wir das aus unserem klassischen Unterricht vielleicht kennen. Es kann auch durchaus dabei sein, dass dieser Lernpfad viele Verzweigungen hat und dann am Ende aber trotzdem das gleiche Ziel erreichen können. Wenn man sich solche Lernpfade erstellt, fängt man meistens mit einer Grundidee an und man merkt dann selbst beim Entwickeln, dass diese Lernpfade dann eigentlich sich irgendwie verselbstständigen und die Abzweigungen und Kreuzungen immer mehr werden. Ich fange jetzt einfach einmal an mit dem Teilen meines Bildschirms. Ich habe da, bei uns ist das immer so eine Spielwiese, ich habe da jetzt einfach einen Kurs angelegt, das sind einfach die klassischen Bereiche angelegt mit Schulübungen, Hausübungen. Dann gibt es noch Quizze, interaktive Inhalte und ich habe auch einen letzten Bereich mit Bonus. Kann man natürlich anders benennen, anders gestalten. Das bleibt dann jedem selbst überlassen, aber das ist einfach so die Vorlage, wo man das schön herzeigen kann. Ich sage gleich dazu, ich habe selbst Fächer, wo es keine Schulübungen, keine Hausübungen gibt. Das heißt es dann halt, zum Beispiel Protokollführung oder Versuchsdurchführung oder freiwillige Hausübung, Internetrecherche, was auch immer. Ich bleibe jetzt einfach mal bei unserem klassischen Schulübung-Hausübung-Prinzip. Und es geht ja nur um das Zeigen, wie man den Lernpfad erstellt und nicht, wie man ihn mit Inhalt befüllt. Was ist einmal zuerst zu tun? Die erste Einstellung ist eigentlich voreingestellt, dass es funktioniert. Beim Arbeiten ist es aber einfach mal sicher zu schauen. Es gibt im Aktionsmenü, das ist rechts auf der Seite oben, dieses Zahnrad. Geht man einmal in die Kursadministration, in die Gesamteinstellungen vom Kurs und kontrolliert einfach zur Sicherheit, ob die Einstellung der sogenannten Abschlussverfolgung aktiviert ist. Diese Abschlussverfolgung ist ein Menüpunkt und in diesem Feld sollte ein Ja stehen. Sollte da ein Nein stehen, einfach über das Dropdown-Menü das Ja auswählen und ganz unten auf Speichern und Anzeigen gehen. Dann komme ich wieder zurück
in den Kurs. Diese Abschlussverfolgung ist nämlich schon ein wichtiger Punkt, der mir solche Lernpfade ermöglicht. Die zweite Einstellung, die ich für diese Lernpfade benötige, ist der sogenannte fortgeschrittenen Modus. Das heißt, Sie haben bei den einzelnen Menüpunkten der einzelnen Aktivitäten und Arbeitsmaterialien mehr Auswahlmöglichkeiten und können nicht nur diese Voraussetzungen, mit denen man sich dann auch bei den Lernpfaden spielen kann, sondern eben auch mit diesen Abschlüssen bestimmte Dinge angeben. Diesen fortgeschrittenen Modus schaltet man einfach über diesen Schieberegler ein. Ist dieses Kreisel auf der rechten Seite, also bei der Beschriftung, ist der fortgeschrittenen Modus eingeschalten. Ist es durchgängig grau hinterlegt, ist es ausgeschalten, also wie so ein typischer On-Off-Schalter. Ich habe da jetzt bei den Schulübungen und bei den Hausübungen einfach drei leere Aufgaben erstellt. Und Sie sehen schon, vielleicht fällt es Ihnen auf, da rechts ist jetzt nur ein einziges Feld zum Abhackeln und das habe ich auch für die Teilnehmer verborgen. Das ist nur eine Hilfe für mich. Sonst habe ich da jetzt überall diese Abschlussverfolgung einmal ausgeschalten, damit ich Ihnen zeigen kann, wie der Unterschied auch zwischen einer automatisierten Abschlussverfolgung aussieht und einer, wo man aktiv seine Arbeiten selbst markieren kann. Ich kann in diesen Lernpfaden mehrere Dinge oder mehrere Einstellungen treffen, je nachdem, wie ich meinen eigenen Pfad anlegen möchte. Ich kann auch Aktivitäten und Materialien schon ganz lange vorher herrichten und kann sie dann zum Beispiel mit einer Voraussetzung übers Datum freigeben. Zum Beispiel, der Lernpfad startet mit einem bestimmten Wochentag in einer bestimmten Woche und ich habe das aber vorher schon hergerichtet und ich muss mich um nichts mehr kümmern, weil zu dem Datum startet dieser Lernpfad für meine Schülerinnen und Schüler dann automatisch. Wie kann ich das einstellen? Bei jeder einzelnen Aktivität, bei jedem einzelnen Material, wenn Sie entweder über Bearbeiten einschalten rechts oben oder über die Tastenkombination Alt-Shift-E das Bearbeiten eingeschalten haben, können Sie immer über den Menüpunkt, der sich rechts bei der jeweiligen Aktivität befindet, das Bearbeiten Einstellungen Bearbeiten anklicken. Dann geht da mal ein neues Fenster auf und ich habe dann weiter unten im Menü die beiden Bereiche Voraussetzungen und Aktivitätsabschluss. Die Voraussetzung für diese erste Schulübung möchte ich nehmen, das Datum. Und wir nehmen gleich den kommenden Montag. Das heißt, gestartet wird diese Aufgabe am 22. November. Die Grundeinstellung, die vom System vorgegeben ist, ist immer Mitternacht, also 0 Uhr. Ich kann aber natürlich auch sagen, okay, ich möchte, dass da genau die Uhrzeit drinnen steht, zu der meine Schulstunde beginnt. Und sage um 8.30 Uhr, zweite Stunde, startet meine Stunde und erst dann sollen meine Schülerinnen und Schüler sehen, was jetzt die Aufgabe für diese erste Schulübung ist. Den Aktivitätsabschluss, jetzt ist er einmal auf nicht angezeigt, das heißt rechts draußen ist weder ein durchgängiges Kasterl noch ein strichliertes Kasterl, gibt es jetzt derweil nicht. Springen wir einmal zurück, speichern und anzeigen. Wie schaut es jetzt im Kurs aus? Ich habe jetzt bei der ersten Schulübung den Hinweis eingeschränkt. Diese erste Schulübung ist erst verfügbar ab 22. November. Diese Einstellung gilt in der Rolle der Lernenden. Das heißt, ich als Lehrender im Kurs habe natürlich immer darauf Zugriff. Ich werde mich nicht selbst von meinen Arbeitsmaterialien aussperren. Wie komme ich jetzt zu einem Abschluss?
je nachdem, was bei dieser Schulübung zu tun ist, ob das einfach nur eine Unterlage ist oder ob dort etwas auch zum Abgeben ist, können Sie zuerst einmal die Verfügbarkeit auch einstellen. Wenn etwas zum Abgeben ist, kann ich einstellen, okay, am 22. November eben um 8 Uhr, sagen wir mal 55, oder machen wir 9 Uhr 25 oder so irgendwas draus, wie halt eine Schulstunde ist. Ab da können die Schülerinnen und Schüler erst etwas abgeben. Ich kann dann im zweiten Schritt auch sagen, bis wann diese Abgabe erfolgen soll. Die nächste Stunde von mir aus ist dann erst am 25. November. Und ich kenne das vor allem von den jüngeren Schülerinnen und Schülern, die sollten dann irgendwann auch ins Bett gehen und ich setze bei denen dann das Fälligkeitsdatum nicht irgendwann in der Nacht um Mitternacht, sondern um 20 Uhr, bevor sie vielleicht zum Hauptabendprogramm vor den Fernseher dürfen und dann danach schlafen gehen, muss die Hausübung erledigt sein. Ich kann Ihnen eine letzte Abgabemöglichkeit auch noch geben. Wenn das grau hinterlegt ist, kann auch nach diesem 25. November noch was abgegeben werden und mir als Lehrenden wird dann einfach der Hinweis mitgegeben, die Abgabe ist so und so viele Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre zu spät. Aktiviere ich die letzte Abgabemöglichkeit, ist nach diesem Termin keine Abgabe mehr möglich. Das vierte Feld ist für mich eine Erleichterung. Will ich an die Bewertung erinnert werden? Das heißt, das ist mein Arbeitsbereich. Ich möchte dann zum Beispiel ab 26. November gleich in der Früh die Erinnerung haben, da war eine Aufgabe fällig, jetzt bist du an der Reihe, du musst jetzt die Aufgaben anschauen. Diese Termine finden sich dann auf der Startseite für mich in meiner Zeitleiste. Das heißt, für die Schüler und Schülerinnen steht dort, wann ist die Aufgabe fällig. Für mich kommt zusätzlich die Erinnerung, da ist eine Aufgabe, die angeschaut werden muss. Der nächste Teil, das kennen Sie wahrscheinlich von den Aufgaben her, eben, was kann abgegeben werden, eine Datei, eine OneNote-Seite oder eine Texteingabe. Das ist dann einfach so auszufüllen, wie Sie es gerne hätten. Und dann können wir noch einmal zum Aktivitätsabschluss gehen. Da gibt es dann die zwei Varianten. Wird entweder manuell markiert, das heißt, die Schülerinnen und Schüler setzen selbst ihr Hackerl, dass sie es erledigt haben, oder ich kann das an Bedingungen knüpfen. Das heißt, die Teilnehmerinnen müssen die Aktivität zumindest einmal angeschaut haben, um das Hackerl zu bekommen. Oder die Teilnehmerinnen müssen eine Lösung eingereicht haben, um die Aktivität abzuschließen, und auch da kann ich noch einmal den Termin setzen, dass der mit dem Termin da oben zusammenpasst, mit dem Fälligkeitsdatum, dass Sie das pünktlich abgeben. Ich kann es auch grau lassen, dann gibt es keinen Termin und ganz egal, ob Sie das rechtzeitig oder verspätet abgeben, kriegen Sie zumindest das Hackerl. Wenn ich es ganz genau nehmen möchte, ist dann auch meine Rolle gefordert. Die Teilnehmerinnen müssen eine Bewertung erhalten haben, damit sie das Hackerl bekommen. Wenn Sie das anklicken, ist natürlich die Erinnerung an die Bewertung recht praktisch, weil sonst kommen teilweise die Schüler und Schülerinnen natürlich auf Sie zu und meinen, ich habe das abgegeben, ich habe aber keine Bewertung erhalten und jetzt kann ich nicht weiterarbeiten. Also bei den, ich sage jetzt einmal, bei den kleineren in der Sekundarstufe 1 lasse ich dieses Hackerl. In der Sekundarstufe 2 nehme ich es meistens heraus, weil dort teilweise die Aufgaben auch so sind, dass Sie die dann eh selbst kontrollieren können, weil wenn Sie da zum Beispiel die Aufgabe abgegeben haben, ist es bei mir, bei den älteren Schülerinnen und Schülern so, dass Sie über einen Lernpfad dann die Lösung zum Vergleichen kriegen. Aber erst, wenn Sie es abgegeben haben. Das Ganze wieder speichern.
Und jetzt habe ich bei der ersten Schulübung dieses Feld, dass man Bedingungen erledigen muss, damit man dieses Hackerl bekommt. Jetzt kann ich meinen Lernpfad so weiterentwickeln und sage, okay, wenn Sie die erste Schulübung erledigt haben, dann dürfen Sie mit der ersten Hausübung starten, weil die hängt von der Schulübung ab. Ich gehe wieder auf Bearbeiten. Und schaue bei der Voraussetzung und nehme jetzt kein Datum, sondern den Aktivitätsabschluss. Damit beginnt automatisch ein neues Menüfeld und ich kann mir jetzt einen Aktivitätsabschluss auswählen. Nachdem noch nicht viel mit Aktivitätsabschluss in dem Kurs drinnen ist, tue ich mir noch leicht, weil je mehr Abschlüsse ich in dem Kurs drinnen habe, umso länger wird diese Liste da und ich nehme die erste Schulübung. Und das muss abgeschlossen sein, ist die Voreinstellung und kann sagen, das passt mir so. Das heißt, diese erste Hausübung kann jetzt erst geöffnet werden, wenn die erste Schulübung abgeschlossen ist. Das graue Auge davor ist noch eine zusätzliche Spielerei. Ich kann sagen, wenn das Auge grau ist, man sieht diese erste Hausübung und die Bedingung, die daran geknüpft ist. Wenn ich dieses Auge anklicke und es ist durchgestrichen, dann sehen die Schüler und Schülerinnen diese erste Hausübung gar nicht, sondern die wird dann erst wirklich sichtbar mit den Voraussetzungen, wenn der Aktivitätsabschluss der ersten Schulübung erledigt ist. Auch da kann ich wieder sagen, okay, auch bei der Hausübung setze ich dann einen Aktivitätsabschluss. Auch da muss die Lösung eingereicht sein, bevor weitergearbeitet werden kann. Wie schaut es jetzt im Kurs draußen aus? Auch jetzt bei der Hausübung steht, okay, nicht verfügbar, außer die Aktivität erste Schulung ist abgeschlossen. Und so kann man sich natürlich auch weitere Verzweigungen machen. Zum Beispiel, wenn die erste Hausübung erledigt ist, darf man den ersten Bonus erledigen. Das heißt, man geht dann einfach immer einen Schritt weiter, sucht sich die Voraussetzungen, bestimmt auch die Abschlussbedingungen und macht sich so seinen Lernpfad und handelt sich von einem zum nächsten. Man kann zum Beispiel bei den Quizzen auch sagen, es braucht eine Bestehensgrenze, man muss zumindest 50% der Punkte erreichen, bevor man weitermachen kann. Wenn man das nicht erreicht hat, kann man zum Beispiel als nächsten Teil angeben, man kann natürlich auch mit Negativvoraussetzungen arbeiten, dass man, wenn man das nicht erreicht hat, den interaktiven Inhalt sich zuerst noch einmal anschaut zum Üben und dann das Quiz noch einmal wiederholen kann. Das heißt, da sind dann Ihren Ideen und Ausführungen keine Grenzen gesetzt, wie Sie dann diese Dinge miteinander verknüpfen können. Ich möchte Ihnen, nachdem die Zeit schon recht weit fortgeschritten ist, die vergeht immer so schnell, ein gutes Hilfsmittel zeigen, wie Sie sich einen Überblick verschaffen können, wie dann Ihre einzelnen Aktivitäten voneinander abhängen. Da gibt es eine eigene Aktivität, die sogenannte Activity Map, die zeigt Ihnen einfach bildlich an, wie Ihre Aufgaben voneinander abhängig sind. Ich überspringe jetzt da einfach die Einstellungen, damit Sie es einfach sehen, wie es ausschaut. Ich bekomme dann einfach eine grafische Aufbereitung, wie meine Aktivitäten miteinander verknüpft sind. Das heißt, ich habe zuerst einmal diesen Zeitstempel im Bereich der Schulübungen. Das heißt, die einzelnen Bereiche werden auch unterschiedlich markiert, dass man sieht, in welchem Abschnitt auch sich was befindet. Nach 22. November mit diesem Zeitstempel wird die erste Schulübung freigegeben und erst wenn die erste Schulübung erledigt ist, geht es zur zweiten Hausübung. Und natürlich, je mehr Aufgaben da dann drinnen sind, umso verzweigter und umso verknüpfter werden dann natürlich auch diese Grafiken. Aber das ist ein schöner Überblick dann, dass man nicht an jede Aufgabe schauen muss, welche Aktivität hängt dann von der ab und Ding. Ich muss nicht alle durchklicken, sondern ich habe da schön eine grafische Übersicht.
Diese Übersicht kann ich natürlich meinen Schülerinnen und Schülern auch zur Verfügung stellen. Sonst kann ich natürlich sagen, so wie bei jeder anderen Aufgabe auch, wenn das nur für mich sein soll, gehe ich da rechts aufs Bearbeiten und sage verbergen, dann sehe es nur ich und meine Schüler und Schülerinnen nicht. So, die Zeit ist fast um. Ja, danke für das tolle Zeitmanagement. Also das passt perfekt. Ich habe noch keine Fragen im Chat, aber vielleicht darf ich hier eine Frage stellen. Sie haben ja gesagt, man könnte zum Beispiel auch eine Bonusaufgabe freigeben, die ja dann freiwillig ist. Genau. Kann man da auch irgendwie dann einstellen, dass man die nicht machen muss oder nicht einmal anschauen muss und trotzdem im Lernpfad weiterkommt? Ja, sicher. Man kann ja dann diese Bonusaufgabe, diesen Abschluss der Bonusaufgabe muss man ja nicht als Voraussetzung wieder für was Weiteres nehmen. Da ist dann einfach die Sackgasse. Aha, okay. Und das ist wahrscheinlich auch bei diesen interaktiven Inhalten, wenn man dorthin geschickt wird, wenn man ein Quiz zum Beispiel nicht entsprechend absolviert hat, dann muss man das nur gesehen haben, nehme ich an, und dann darf man ja, es ist einfach Quiz machen. Noch einmal eine Wiederholung oder eine genauere Arbeitsanleitung oder ein Übungsbeispiel, dass dann eben das Quiz leichter zu bestehen ist. In jedem Kurs muss ich diese Lernpfade aber extra erstellen, weil ja auch die Inhalte und die Elemente andere sind. Also direkt übertragen von irgendeinem System wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Man kann es insofern machen, wenn man irgendwie einen Lernpfad hat, der besonders gut geglückt ist, kann man den ganzen Kurs ja duplizieren und dann bleiben die Einstellungen bis aufs Datum natürlich erhalten. Ja, die Möglichkeit ist immer eine die sehr beliebt ist. Wenn man etwas Erfolgreiches erstellt hat, kann ich duplizieren. Genau, das habe ich auch immer wieder so praktiziert. Gibt es jetzt noch Fragen aus der Zuhörerschaft? Ist da noch irgendetwas, was Sie gerne nachfragen wollen? Weil im Prinzip, glaube ich, hat die Kollegin das wirklich sehr anschaulich erklärt, nachvollziehbar. Und sie haben ja auch so eine Art Support-System, dass man Verschiedenes auch nachhören kann auf Eduvidual. Vielleicht können Sie noch zeigen, wo man das findet, bitte. Jawohl, wir haben ganz oben, wenn Sie in Eduvidual eingeloggt sind, unseren Erste-Hilfe-Kasten, also Koffer eigentlich. Und dort gibt es den Link zu Hilfe und Anleitungen. Und da gibt es zuerst einmal ganz viele Anleitungen zum Lesen oder auch mit Links. Und dann gibt es diesen Bereich der Webinare, wo es jetzt die Datenbank gibt, wo man sich also die ganzen Webinare, die in den letzten Monaten, jetzt kann man schon fast sagen Jahren, entstanden sind, nachsehen kann. Ja, super. Das ist wirklich eine tolle Sache, weil wenn man länger irgendetwas nicht gemacht hat, ist es meistens auch so, dass man ganz gerne noch einmal nachschaut oder nachhört, wie das funktioniert. Ich kenne das von mir. Bei den Anleitungen noch die Videotutorials, die sind natürlich wesentlich kürzer als die gesamten Webinare. Da ist einfach das Wichtigste in so einem Art Quick-Guide-Format zusammengefasst. Auch das gibt es da. Also das sind wirklich die einzelnen Bereiche, wenn man schnell wo was braucht, in kürzester Zeit zum Nachsehen. Ja, danke. Nachdem noch immer keine Frage im Chat erscheint, glaube ich, dass Sie das perfekt für uns alle erklärt haben und ich natürlich hoffe. Auch das Support-System da perfekt dazu passt. Ich danke Ihnen herzlich, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke ich für Ihre Disziplin und ich schicke Sie jetzt in die Mittagspause.
Die geht jetzt bis 12 Uhr. Sie können also da ein bisschen entspannen. Und ab 12 Uhr geht es dann wieder weiter bei uns in den Parallelslots. Die Veranstaltung hat dann das Ende um 14 Uhr. Also zum Schluss haben Sie noch eine Keynote von der Frau Birgit Pettersson. Wenn Sie da also im Plenum wieder dabei sein wollen, dann bitte ich Sie für dieses eine den Raum 1 wieder aufzusuchen. Sonst begrüße ich Sie gerne wieder im Raum 6. Da wird die Kollegin Claudia Stöckelmeier die Moderation übernehmen. Vielen Dank zum Zuhören. Ich beende jetzt auch die Aufzeichnung.